Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zum Euro Truck Simulator 2 Special Transporte DLC. Und wir fahren heute von Dresden nach Wroclaw, nach Polen auf jeden Fall. Ein Kessel-Element, 6x6x 4,9 Meter und 45 Tonnen. Ich bin definitiv gespannt. Ich bin jetzt hier erstmal schon offscreen für euch nach Dresden gefahren, weil, wie gesagt, ich glaube, ich muss euch Deutschland nicht zeigen. Das sollte jeder schon gesehen haben, der ETS wenigstens 10 Minuten spielt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Weiterhin hier mit unserem Scania unterwegs. Ich habe jetzt auch natürlich der Form halber her LED oben dran gebaut, ne, Warnblitze, dass das alles auch seine sozialistische Ordnung hat. Und ansonsten ist hier hinten, etwas außerhalb von Dresden, unsere Ladestation. Wo wir unser Kessel-Element gleich rauffahren, und ich denke mal, wir fahren eh wieder nachts, weil wir ja, oder wie ich dank euch gelernt habe, diese Aufträge ja nur nachts fahren dürfen. Ja. So. Oder, naja, was ist nachts? Etwas gedämmt jetzt schon. Es regnet. Oder es gewittert, je nachdem. Bin auf jeden Fall gespannt, sieht schon mal interessant aus. Wir haben links und rechts ein bisschen arg Überlänge, aber ansonsten. Und was heißt ein bisschen arg? Einen halben Meter vielleicht. Feststellbremse angezogen. Licht ist am Stissel. So, das passt alles. Machen wir hier normales Licht. Standardlicht an. Ja, hier kommt es halt, hier ist echt schon so ein bisschen die Breite entscheidend. Boah, kann man definitiv machen. Ich brauche aber momentan hier auch leider nicht höher zu schalten, weil, ja doch jetzt. Sagen, der Scania schafft es gerade nicht so wirklich. Man 60 ist jetzt hier eh höchste Geschwindigkeit, die wir fahren dürfen. Das haben wir jetzt auch aber bald wieder erreicht. Mal aufpassen, ein bisschen drüben am Standstreifen. Ne, was ist am Standstreifen, so an der Fahrbahnbegrenzung bleiben. Dann passt das schon alles aus. Jetzt geht's, denke ich mal, eh gleich wieder auf die Autobahn hinauf. Das ist ein bisschen knapp. Ein bisschen minimal. Da müssen wir ein bisschen Richtung Fahrbahnmitte. Es kann nur sein, dass ich mich da verschätze und wir nach rechts eine Menge Platz haben. Aber irgendwie wirkt das nicht so. Deswegen bleiben wir mal eher so. Vorteil, es kommt gerade von vorn nichts. Da ist das alles ganz easy. Ich will aufpassen, dass da vor mir jetzt keine Hechtbremsung macht. Das machen die ja gerne mal. So. Passt.
Die Mücke brauche ich jetzt gerade mal nicht. Ja. So. Kann man machen. So, Tempomat wieder. Uiuiui. Tempomat wieder rein. So, müssen hier hinten drauf. So. Gucken, jetzt wollen wir nämlich hier gut an Geschwindigkeit verlieren. Aber wir kommen noch hoch, wir kommen noch, wir kommen noch, wir kommen noch, wir kommen noch. Ja, schön, wenn ich schneller bin beim Hochfahren als die Kiste. Na, wo ist unser Begleitfahrzeug? Ach, da hinten, ohne Baguette. So, Spurwechsel steht bevor. Haben wir uns einen sehr ungünstigen Moment ausgesucht. So. Dann machen wir das neu. So, das vordere Fahrzeug warnt andere. Naja, der LKW müsste einfach mal weg. Dann würde das schon passen, weil der bremst jetzt hier kolossal ab. Aber das sehr gut finde. Na, bleiben wir halt jetzt wieder ganz rechts. Wo ist denn hier? Ich sehe unser Begleitdulli leider gar nicht. Interessant, interessant. Also, lass mich raten, jetzt müssen wir wieder weg. Ja. Rechtsfahrgebot sei Dank. Es wäre schön, wenn wir rüber könnten. Ja, was wird das jetzt hier, wenn es fertig ist? Nee, nee, nee. Also das war definitiv nicht smooth. Ja? Ich glaube, man sollte ja mit der Karre so wenig wie möglich stehen bleiben, wenn es nicht gerade not tut. Weil das ist das Angefahren ist nämlich Sackgang. Und ich bin schon in der manuellen Schaltung. Ja, schon wieder, weil es so schön ist. So, 60 Tempomat. Gut ist. Scheibenwischer arbeiten sie schon komplett durch. So. Kommst du her, kommst du her, kommst du ran. Ja, wenigstens waren die jetzt links außen schnell dran vorbei. Jetzt kommt wieder hier einer. Der macht es wieder auf eine ganz langsame Art. Obwohl es sich auch noch in Grenzen hält. Wie viele Kilometer haben wir denn überhaupt noch zu fahren? 206, sehr gut. Das dauert dann aber auch dementsprechend wieder. So, es steht mal wieder ein Spurwechsel an. Schön, dass das Auto da absolut fehl am Platz ist. Ja, aber es ist stehen geblieben. Was sehr freundlich ist. Das hat es auch mit Regnen aufgehört. Nochmal kurz durchwischen.
Und dann cruisen wir weiterhin. Also noch ist es ja wie gesagt Autobahn, aber diesmal halt zwiespurig oder jetzt zwiespurig. Landstraße kann ich mir halt, stelle ich mir sehr interessant vor. Mal gucken, ob es da irgendwelche Aufträge gibt, die über die Landstraße gehen. Junge, 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 Junge. Das sieht immer so, ich weiß auch nicht, wie man sagen soll, manchmal immer so enge aus. So. Ah, der kann da erfolgreich überholen. Eieiei. Auf der Spur bleiben, Meister. Staut sich's denn hinter? Also im Spiegel sieht man es halt immer so. Oh ja, das staut sich durchaus gut. Ach, denn das Begleitfahrzeug hinten? Bitte spurndicht? Ja, doch ein bisschen. Machen wir jetzt hier mal einen halbwegs geraden Abschnitt, das wäre sehr schön. Ja, na gut, eigentlich nicht, aber sie überholt trotzdem keiner, weil der relativ mittig fährt. Und so viel Platz haben wir halt hier auch nicht, das muss man halt auch mal dazu sagen. Also ist die Autobahn frei. So gehört die Autobahn uns. Das ist auch mal schön. Gut, kennt man mittlerweile aus dem MP. Aber trotzdem. Da haben wir einen Tunnel. Der ist aber auch genug. Mehr als Platz satt hier. So. Sachte. Jawohl schon. Was haben wir da jetzt hier? 146 Kilometer. Na gut, haben wir jetzt schon mal knapp 6 Kilometer wieder geschafft. Innerhalb von 3 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Das ging eigentlich. Aber man, technisch kann sich ja nicht falsch machen. Das Ding ist nur, wenn wir jetzt nach Polen fahren. Ich glaube, die lenken uns vorher von der Autobahn runter. Weil mit den Dingen durch die Zollstelle oder durch die Mautstelle, nicht durch die Zoll, durch die Mautstelle, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Und da drüben gibt es ja eine Mautstelle nach der anderen. So, da haben wir schon mal hier die polnische Grenze. So, jetzt bin ich schon mal gespannt, weil irgendwann kommt hier Maut. Bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass da Maut kommt. Und da kommen wir ja definitiv nicht durch. So, ja, kaum ist man in Polen, da überholen sie. Ja, mit seinem Mini Cooper hier. Jetzt trauen sie sich wieder hier zu überholen. Und bis jetzt checken wir hier kurz an den Straßenverlauf. Ja, das ist Autobahn. Das ist eigentlich nur Autobahn hier. Autobahn, Kreuzung bis zur Autobahn. Und dann runter. Und dann in die Stadt neu. Hoppala. Keine Mautstelle, gar nichts. Hä? Haben die Mautstellen rausgenommen? Für den Auftrag? Ich bin eigentlich zur Meinung, da ist doch irgendwo immer eine Mautstelle gewesen. Also an fast jeder Ecke.
Ja, Going East, gut, das ist jetzt noch kein Going East Abteil hier. Aber ich erinnere mich so, Highways Going East, wenn es dann weiter Richtung Polen reingeht, dass da ein Haufen ist. Mein gefahren bin ich da schon mal. Sieht man ja an den gelben Linien etc. pp. Aber bis auf die Innenstraße da unten, seht ihr das? Die Innenstraße da oben, das ist gerade ein Fragezeichen, da war ich noch nicht. Ach, die sind wohl unten, oh, das geht mir hier auf den Sack. So ganz minimal gehen die mir auf den Sack. Ansonsten war ich dort schon mal. Ein bisschen weiter rechts halten hier am Standstreifen. Weil jetzt kommt noch ein LKW in Wiel überholen. Das war ja auch immer lustiger. Na, das ist mal kurzerhand zurückfallen lassen, wo ich mal ein bisschen rüber bin. So schön, dass wir immer Einkommen haben. Die IDAK, die hat uns 12.000 beschert. Das ist sehr schön. Und ist auch im Level aufgestiegen. Das ist noch schöner. So. Obwohl doch, naja, so ganz. Wir sind jetzt zwar schon mal durchgefahren, aber weiter in der Stadt rein wollen wir jetzt auch noch nicht. Na gut. Also. Keine Mautstelle in dem Fall. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt nicht rechts hier anecke, aber da ist noch gut Platz. Naja, da ist noch gut Platz. So, polnische Polizei. Jetzt können wir wieder ein bisschen weiter rechts fahren, weil hier Standstreifen, kein Problem. Ich glaube, das letzte Überholmanöver von den LKW hat die Leute ein bisschen abgeschreckt. Weil seitdem hat keiner mehr überholt. Was man hier so angucke. Ich sehe oben selbst im Weitwinkelspiegel nichts. Nein. Da trauen sie sich gerade nicht mehr. Aber das soll mir ja dementsprechend egal sein. So, wir haben jetzt noch 50 Kilometer. Wie schnell haben wir's? Kriegen wir noch in der Folge hin, Freunde, würde ich sagen. Weil Überlänge stört euch ja nicht, ne? So. Bing, bing. Da vorne müssen wir dann einmal runter. Ja, oder mal, wie war das hier? Sind wir schon über die Kreuzung drüber? Ja, genau, über die. Uiuiuiui. Die Kreuzung drüber, ja. Vorne rechts runter jetzt, das wird interessant. Ja, sogar auch hier sogar noch Baustelle, das ist ja auch wie beschehen. Jetzt da vorne runter. Das kann ja was werden. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Eieiei. Aber schon 3% Schaden. Ich hänge fest. Er soll dieses Begleitfahrzeug mal ein bisschen Abstand nehmen.
Ein Problem ist nämlich. Entschuldigung. Aber ich hier gerade mal nicht weiterkomme. So, gut, 3% Schaden, leider Gottes. Doch etwas die Kurve unterschätzt. Also, hier muss ich so ein bisschen mittelwertig fahren, sonst war das nichts. Bin ein bisschen zu schnell, oder? Ja, minimal war das zu schnell. So, 60 hier rein. Das ist jetzt hier das Landstraßenfeeling. Und da sieht man halt echt schon, das ist echt enge. Dabei ist das jetzt noch nicht so die krasseste Überlänge. Oder Überbreite in dem Fall. Die Länge ist ja weniger das Problem, aber bei der Breite, es nervt mich eigentlich jetzt schon wieder, dass ich da schon wieder Schaden reingebaut habe, ey. Los! Er verlässt mich oder was? Mir soll das egal sein. Ach, das ist ja hier Ablade-Dings, alles klar. Das ganze Fernsehteam ist angereist, um die spektakuläre Sache hier zu sehen. Da kommt schon mal sowas Großes in Bullen an, ne? So. Sehr gut, naja, es ist zufriedenstellend in dem Fall. Wir kriegen 3000 abgezogen. Geht aber noch. Freunde, wir sind fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, alle Renner. Tschüdelü.